Hallo, mein Name ist Julia. Das ist die erste von 5 Videotutorials, die kostenlos sind, damit du die Grundlagen von Cello lernen kannst, falls du ganz neu bist in Musik oder mit Streichinstrumenten. Ich habe noch 3 Videos gemacht, wo ich erkläre, wie du das Cello stimmen kannst, eine andere mit Cello-Pflege-Themen, wie zum Beispiel Kolophon und wie viel muss man das Bogen spannen, und ein drittes Videotutorial mit Rhythmuserklärung. Diese 5 Videotutorials sind verknüpft mit das E-Book, die auch kostenlos ist, kannst du hier in die Beschreibung schauen und da herunterladen. Da wirst du auch dabei bekommen die Noten, die Übungen und auch MP3-Dateien. Das hier sind die Themen, die wir sprechen werden in diesem Videotutorial. Auf die Beschreibung werde ich die einzelnen Sekunden schreiben, damit kannst du überspringen, falls du etwas schon weißt. Wir fangen mit der Sitzposition an. Ich habe das Cello jetzt auf die Seite gelassen, mach du das auch. Wir sitzen auf die Spitze vom Stuhl, nicht zu weit hinten oder Mitte, sondern wirklich ganz vorne. Wir sitzen ein, die Füße müssen den Boden berühren, das ist ganz wichtig. Und jetzt beweg dich mit mir nach rechts und nach links, nach vorne und nach hinten und in Kreisbewegungen. Warum machen wir das? Weil wenn wir das Cello haben, es ist ganz wichtig, dass wir diese Freiheit haben. Wenn wir ganz hinten in der Stuhl sitzen, dann haben wir viel weniger Flexibilität in unserem Körper. Ihr könnt das spüren, ganz hinten, in die Mitte, das Gleiche und ganz vorne. Ihr werdet einen Unterschied sehen. Wir nehmen jetzt das Cello, wir müssen erstmal den Stachel rausmachen, so dass wenn wir stehen, der Kopf so mit unserer Nase ist ungefähr. Du wirst diese Höhe von der Stachel sehr oft ändern. Also wir machen das Leben lang und wir müssen auch gucken, welche Höhe für uns am besten passt. Die Füße berühren das Boden. Zwischen die beiden Füße und der Stachel gibt es einen Dreieck. Es ist nicht perfekt ein Dreieck, also die Stachel ist ein paar Millimeter nach rechts geplatzt, nach meinem Rechts. Für die Stachel benutze ich einen Teppich, aber du kannst auch einen Parkettschöner oder Cellogürtel benutzen. Dann legst du das auf die linke Seite von dem Stuhl, deinen links, und da kannst du das Cellostachel festmachen. Manche Stacheln haben so einen Gummi, nimm das weg, das ist nur um das Laminat oder das Parkett zu schützen, aber während wir spielen, brauchen wir das nicht. Das Cello liegt an die Knie, die innere Teil der Knie und auf deinem Körper. Wenn ich die rechte Knie bewege, passiert nichts, aber wenn ich die linke Knie bewege, das Cello fällt runter. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wichtig auch ist, dass wenn du das Cello guckst, die Seiten sind ganz zentriert, also nicht so weit weg die A-Seite von deinem Kopf und nicht so weit weg die C-Seite von deinem Kopf. Also diese Winkel hier musst du darauf achten, dass das gerade ist. Weil wenn du das Cello ganz weit weg hast, dann brauchst du hier sehr viel Spannung in deine Schulter. Aber wenn du das relativ gerade hast, das ist ein Unterschied, das ist sehr viel. Dann musst du schauen, dass du deinen Winkel änderst, sobald du mit deinem Bogen deine Knie berührst oder hier an die Seiten. Dann kannst du auch die Cello-Stachel ändern, ein bisschen mehr nach hinten, ein bisschen mehr nach vorne das Cello tun. Wie kannst du schauen, ob deine Sitzposition optimal ist? Lege das Bogen auf die Seite, umarme dein Cello und beweg dich nach rechts und nach links. Das ist genau, was wir vorher gemacht haben, ohne das Cello. Nach vorne und nach hinten hast du nicht so viel Beweglichkeit. Kreisbewegungen kann man machen, ohne Problem. Und jetzt versuch nochmal nach rechts, nach links und ohne Hände. Sobald dein Cello fällt runter, musst du etwas ändern von deinem Winkel. Entweder ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr nach oben, nach unten. Den Stachel ein bisschen mehr. Wenig, ein bisschen mehr. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Auch guck, dass der Stuhl, wo du sitzt, nicht so tief ist. Ja? Lieber, dass der Stuhl ein bisschen hoch ist. Ich sitze am Klavierhocker jetzt zum Beispiel. Oder dass du einen Stuhl mit einem Kissen benutzt. Dann wird ein bisschen höher sein. Mit diesen 5 Videotutorials werden wir nur Stücke mit Bassschlüssel spielen. Weil Tenorschlüssel und Violinschlüssel sind geschrieben, wenn man ganz hohe Melodien spielt. Aber wir werden in die erste Position bleiben.
Also hier, die Cello-Saiten nenne ich jetzt und sind so geschrieben, wie du jetzt siehst. Das ist die A-Saite und man schreibt mit einem 1 mit römischer Ziffer. Die zweite Saite ist die D-Saite, die dritte Saite ist die G-Saite und die tiefste und vierte Saite ist die C-Saite. Ich zeige dir die Bogenhaltung, die mir am meisten geholfen hat. Es gibt andere Arten, das Bogen zu halten, weil es gibt mehrere Cello-Schulen. Wir müssen gucken, dass der Hand erstmal ganz bequem ist. Ich mache nichts mit den Fingern, nichts, also ganz bequem in der Luft lassen. Und eigentlich, das ist die Position, die du brauchst, um das Bogen zu nennen. Ja, das ist sehr einfach zu sagen, aber ich zeige dir jetzt Step by Step. Erstmal musst du mit dem Mittelfinger dieses silberne Teil finden. Die erste Fingerfläche muss dieses silberne Teil berühren. Das heißt Ring, dass das nicht so hoch, nicht so tief ist, sondern genau so. Ja, also ich lasse meine Hand ganz locker und ich berühre mit der Fingerspitze von dem mittleren Finger den Ring. Und den restlichen Finger sind da, wo die fallen. Hier gibt es so ein Bergchen. Hier ist, wo mein Daumen hingeht. Es gibt eine andere Möglichkeit, der Daumen hier zu platzieren. Also meistens Cellisten spielen hier, aber anderen spielen auch hier. Ich denke, hier ist etwas bequemer für die Hand. Aber jede Person findet das anders. Du kannst locker beide Möglichkeiten probieren. Hand ganz locker und der Daumen muss rund sein. Egal, ob du das hier oder hier platzierst, sind die beiden Seiten, das muss ganz rund und flexibel sein. Es gibt Momente, wo du so spielst und Momente, wo du so spielst. Ich gebe dir Übungen, damit du die Flexibilität von den Fingern trainieren kannst. Und zwar, tu deine Hand hier auf dem Knie, so dass du nur die Finger berühren kannst. Musst du nicht keine Handgelenk berühren, jetzt erstmal, sondern nur die Finger. Bewege das Bogen nach hinten und nach vorne, nach rechts, nach links und mach Kreisebewegungen. Dann wiederhol dasselbe in der Luft, nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten und Kreisbewegungen. Eine andere Übung, das Klettern. Wir machen so mit den Fingern bis ganz oben. Das ist gar kein Problem. Das ist viel schwieriger zurückzugehen. Hier kannst du auch deine Muskulatur trainieren. Okay, diese beiden Übungen mach das jedes Mal, bevor du das Cello anfängst zu spielen. Die Teile des Bogens. Das ist ein Frosch und das ist die Spitze und das ist die Mitte. Wir haben Aufstrich oder Abstrich. Der Aufstrich an der Spitze zu anfangen und Richtung Frosch und Abstrich am Frosch anzufangen Richtung Spitze. Ein Beispiel von Ab- und Aufstrich. Hier haben wir Abstrich auf die D-Seite und Aufstrich auf die G-Seite. Dann klingt so. Dann haben wir einen Aufstrich auf die A-Seite und einen Abstrich auf die C-Seite. Dann klingt das so. Wir legen jetzt die Bogen auf die Mitte in die D-Seite, also die zweite Seite, und versuchen unsere Gravitationsgewicht zu spüren. Und dann versuche ich ab und auf zu spielen, ganz wenig. Einfach streichen, links und rechts, nichts mehr machen, okay? Und jetzt versuche ich ganz am Frosch zu setzen, erstmal die Gravitationsgewicht zu fühlen. Und ich werde bis zur Mitte des Bogens jetzt streichen, okay? Und stopp, Gravitationsgewicht spüren. Und jetzt, ich gehe bis zum Spitze. In die Spitze brauche ich noch mehr Gewicht. Wenn du der Hand nach innen drehst, das heißt Pronation, dann hast du viel mehr Kraft in die Spitze. Als wenn ich das nicht mache, kannst du probieren ohne und mit nach innen zu drehen. Ja, also es ist diese Bewegung nach innen drehen, okay? Ein häufiger Fehler von Anfängern ist, dass man in die A-Seite zu viel Druck macht, zu viel Gewicht und dann sowas klingt. Also, die A-Seite ist wirklich, musst du dich vorstellen, dass du eine Katze streichelst. Ganz leicht dann.
dann klingt sowas. Auf die C-Seite brauchst du viel mehr Gewicht. Wenn du das gleiche Gewicht verwendest in die A-Seite wie in die C-Seite, dann klingt das so. Und wenn ich viel mehr Gewicht auf die C-Seite verwende, dann klingt das so. Achte an deine Schulter, das ist sehr häufig am Anfang und die ersten Jahre, dass man so spielt. Nein, brauchst du nicht, weil sonst kannst du das Gewicht nicht loslassen. Ja? Immer ganz entspannt hier. Nicht extrem entspannt, aktiv, aber nicht halten hier das Gewicht von deinem Arm. Das Gewicht muss auf die Seite landen. Das ist ganz wichtig, okay? Eine andere häufige Fehler ist der Winkel von das Bogen. Von hier kann ich nicht sehen überhaupt, ob ich richtig oder falsch bin, aber wenn ich mich auf dem Spiegel oder mit der Kamera sehe, dann sehe ich, ob ich gerade streiche oder nicht. Deswegen ich empfehle dir von Anfang an, bitte mit einem Spiegel oder mit einer Kamera zu üben, damit du siehst, dass du den ganzen Bogen von Anfang bis Ende ganz gerade streichelst. Das ist sehr schwierig zu machen. Wenn du dich nicht direkt guckst, von hier kannst du das nicht sehen. Eine andere häufige Fehler ist die Spannung vom Bogen. Bitte guck die Videotutorial von Cello Pflege. Da erkläre ich, wie viel Spannung brauchst du zum Spielen. Nicht zu viel spannen das Bogen, weil das ist dann gefährlich für deinen Bogen. Und eine andere häufige Fehler ist, oh, mein Cello klingt gar nicht. Da fehlt Kolophonium. Bitte Kolophonium jede 2 oder 3 Stunden drauf machen auf deinen Bogen. In das E-Book Digitale Cello Schule findest du auf die Seite, wo steht Cello Seiten, die Übungen, die du jetzt brauchst vor den Anfang. Die Übung Nummer 1 steht einen M, also musst du in der Mitte des Bogens anfangen und innerlich zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pause. In dieser Pause, ich gehe am Frosch. Okay? Und dann spiele ich weiter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich spiele nochmal das Ganze. Wir machen zusammen jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Wir machen jetzt die Nummer 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Versuch das mehrmals zu spielen und spur, wie viel Gewicht brauchst du auf jeder Seite. Weil auf A-Seite, wie gesagt, ist wie ein Geizer zu streichen, aber auf die C-Seite brauchst du viel mehr Gewicht. Und in die mittleren Seiten dann etwas in die Zwischen. Und wir machen die Nummer 3, das letzte Übung für heute. Da steht Piz. Pizzicato bedeutet zupfen auf Italienisch. Und zwar, du kannst entweder das Bogen weglassen oder mit das Bogen. Ich mache einen Faust und ich lasse weg der Daumen und das erste Finger. Ich tue der Daumen hier auf die Seite vom Griffbrett, nicht so weit oben, nicht so weit unten, sondern ungefähr hier, okay? Und dann habe ich die Möglichkeit zu zupfen. Kannst du probieren die verschiedenen Seiten und versuch mit der Bewegung von Zupfen so machen, dass du ermöglichst, die Seite zu schwingen. Die Seiten schwingen nicht so, sondern die schwingen so in Kreisen. So, wir machen jetzt zusammen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Bei der Play Along hast du Legato, also zwei Noten in einem Bogen. Bei Takt 5 hast du. Okay, musst du gucken, dass du bewegst die Bogen Richtung A-Seite. Okay, ganz langsam machen. In Takt 17 hast du Zupfen, also musst du dann das Bogen so nehmen wie vorher und spielen. Hast du wieder Arco. Arco bedeutet mit das Bogen spielen. Also Arco bedeutet auf Italienisch Bogen. Wir spielen die zwei letzten Töne und in der Zeit nehme ich das Bogen wieder. Das muss man üben, ja? Faust und rollen. Und Faust und rollen. Und pizzicato und Arco. Und pizzicato und Arco. Ja, diese Beweglichkeit brauchst du für dieses Stück und in generell brauchst du das immer als Cellist oder Cellistin, um die ganze Stücke zu spielen. Es gibt sehr oft diese Wechsel zwischen Pizz und Arco. Dann ich spiele einmal von Takt 13, weil da gibt es das Wechsel zu Pizzicato. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Eine ganz lange Ton. 1, 2, 3, 4. Das kann noch ein bisschen länger dauern. Das wäre alles. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du Fragen hast, lass mich einen Kommentar. Falls du mir unterstützen willst, gib mir einen Like. Und wir sehen uns bald beim nächsten Video. Tschüss!